Rudi Stoiber wurde in Ips geboren und ging nach seiner Kindheit in den Jahren des Nationalsozialismus in Wien zur Schule. Nach einer Schauspielausbildung übersiedelte er Anfang der 50er Jahre nach Kanada und schließlich in die USA. Dort arbeitete er von 1955 bis 1980 als ORF-Korrespondent, unter anderem bei den Vereinten Nationen. Sie kannten das Stonewall Inn bereits vor 1969? Ich glaube, man müsste etwas vorneweg sagen über Stonewall Inn. Weil Stonewall Inn ist nicht eine schwule Bar wie alle anderen im Village, sondern ist eine ganz besondere Bar mit einem ganz besonderen Konzept gewesen. Man konnte zum Beispiel in Stonewall Inn nicht einfach an die Bar gehen und einen Drink bestellen und nehmen. Weil es war keine wirkliche Bar, sondern es war ein Club. Es war ein Bottle Club, hat es geheißen. Also es war keine Alkohollizenz gegeben in Stonewall Inn, sondern beim Eingang musste man unterschreiben mit dem Namen und hat dann ist ein Mitglied des Clubs geworden, sozusagen. Dann durfte man dort trinken. Aber diese Liste ist sehr oft einfach mit einem Pseudonym unterschrieben worden, was ich, Laurette Taylor oder Judy Garland oder was immer. Aber es war keine wirkliche Bar. Was hatte der Tod von Judy Garland damit zu tun? Wir müssen uns denken, das Begräbnis von Judy Garland war 12 Stunden vor dem Ausbruch des Aufstands. Also es war ein zeitlicher Zusammenhang da. Und die Atmosphäre war natürlich dadurch sehr aufgeladen. Und jetzt kommt noch eines dazu, dass die Stonewall Inn noch ein anderes Charakteristikum gehabt hat, von dem ich also jetzt vielleicht noch das ich erwähnen soll. Jede schwule Bar hat einen gewissen Charakter gehabt. Und Stonewall Inn war bekannt für Transvestiten, war ein großer Anteil von Transvestiten. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich Transvestit zu sein, zu der Zeit im Sinne der Polizei illegal war. Als wenn ein Mann sich als Frau angezogen hat und in einer Bar angetroffen wurde, konnte er verhaftet und eingesperrt werden. Das heißt, die Transvestiten waren immer auf der Schneide, ob sie jetzt verhaftet werden oder nicht. Das heißt, sie waren das gefährdetste Element dabei. Und das war natürlich auch ein Grund, warum die also so rabiat geworden sind im Zusammenstoß mit der Polizei und gesagt haben, Police, get out of here, we have nothing to do with you. Weil genau das war der Punkt, dass sie waren im Illegalen und sie waren gefährdet. Und das ist also für das Stonewall Inn als Zentrum der Explosion sehr wichtig, dass ein großes Element dabei die Transvestiten oder der Transvestit war.